Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Grizzlies Wolfsburg gegen die Düsseldorfer EG. Endstand 2:0. Wir kommen zu den Stimmen beider Trainer und da darf ich Harry Kreis bitten, sein Statement zum Spiel abzugeben. Ja, guten Abend zusammen. Gratulation an Pat und seine Mannschaft, die im Moment einen guten Lauf hat und ein sehr kompaktes Auftreten hat. Ich finde, dass meine Mannschaft heute Abend ein gutes Auswärtsspiel geliefert hat. Die haben wirklich gut gespielt. Wir haben 5-5, fand ich. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Spielanteile gehabt, besonders im zweiten Drittel bis zur 10. Minute gab es keinen Schuss aufs Tor von Wolfsburg, aber die Mannschaft von Wolfsburg hat es verstanden, zum richtigen Zeitpunkt die Tore zu schießen. Ihre Überzahlgelegenheit im zweiten Drittel, da ging die 1-0 in Führung mit einem sehr souveränen Powerplay, möchte ich sagen, die Scheibe gut bewegen, die den freien Mann finden. Ja, und dann auch im letzten Drittel haben die mit viel Elan und Engagement sind sie aus dem Drittelpause rausgekommen und haben dann das 2:0 geschossen. Da mussten wir natürlich noch ein bisschen mehr Druck machen. Die einzige Kritik, die ich an meine Mannschaft habe heute Abend, ist, dass wir schon von Anfang an zu viele Schussgelegenheiten nicht genutzt haben. Wir haben einen Pass gesucht oder ja, einfach versucht, den Spieler auszuspielen und ja, ich finde, das kumuliert sich über 60 Minuten und da sind sicher 10, 12 Schüsse, die wir hätten mehr nehmen können. Und da wäre vielleicht was Gutes dabei rausgekommen. Aber nochmals Gratulation an Pat und seine Truppe. Danke. Vielen Dank, Harry Kreis. Pat, deine Worte zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend zusammen. Ja, danke, Harry. Ich habe das Spiel auch so gesehen. Zweite Drittel, Düsseldorf war ganz stark. Aber wir haben ein viel Schuss geblockt, viel Schüsse geblockt und in der richtigen Moment diese Passbahn geschlossen mit unseren Schlägern. Wir haben einen Weg gefunden, nicht die zweite Chance zu geben zu Düsseldorf. Strahlmann war sehr stark für uns im Tor heute Abend und wie Harry gesagt hatte, wir haben vielleicht diese Tor geschossen in den richtigen Moment. Unterzahl war sehr stark für uns, weil Düsseldorf hat ein sehr guter Powerplay und dann wir haben unsere Powerplay-Chance gut genutzt und es war, ich glaube, der dritte Drittel, wir haben gutes Eishockey gespielt. Ich war ein bisschen, das ist die sechste Tag am Folge nach dieser Pause und jetzt zweite, wir haben Montag gespielt. Ich habe gedacht, dass wir waren vielleicht ein bisschen müde nach diesem zweiten Drittel, aber die dritte Drittel, wir haben mit gut Elan gespielt, wir haben schnell gespielt, wir waren kompakt und wir haben dieses zweite Tor gefunden und das hat uns Energie gegeben und wir haben einen Weg, drei Punkte zu nehmen. So, ja, es war gut, harte Kämpfe wie immer gegen Düsseldorf. Ich glaube, der hat sehr, sehr clever gespielt. You know, they took our forecheck away by going east, west, up and back, and they created some holes. We made some adjustments, but it was a good game. So, danke. Danke, Pat. Und ja, unseren Gästen aus Düsseldorf am morgigen Tag eine gute Heimreise und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao. Yep.